Grundwasser ist nicht nur ein wichtiger Teil unserer Trinkwasserversorgung, sondern hat eben auch Auswirkungen auf viele Bauvorhaben. Ja, wir forschen und beraten bei allen Fragen rund um das Thema Grundwasser, die im Rahmen von Baumaßnahmen auftreten können. Bei meiner Arbeit gefällt mir am allerbesten der Mix zwischen Geländearbeit, Forschungsarbeit und klassischer Projektarbeit. Für uns ist es wichtig zu wissen, wie viel Wasser denn eigentlich zu unseren Baugruben zuströmt, um dann die Wasserhaltungsmaßnahmen entsprechend darauf abstimmen zu können. Mal haben wir Lockergesteine wie Sand und Kies, mal haben wir Festgesteine wie Kalk. Jeder Standort bringt eben unterschiedliche Randbedingungen mit sich. Auf die muss man sich dann eben im Rahmen von den Baumaßnahmen auch einstellen. Wir bauen gerade einen Forschungsbrunnen, in dem wir hydraulische Versuche zur Bestimmung der Durchlässigkeitseigenschaften des Untergrunds durchführen möchten. Der Brunnen wird dann einen Bohrdurchmesser von 1,60 Meter haben. Und in dem Zusammenhang planen wir, aus dem Brunnen 70 Liter pro Sekunde Grundwasser zu fördern. Durch den Pumpvorgang wird dann eben eine Absenkung erzeugt. Und diese Veränderung, die messen wir an mehreren Messpunkten. Mit diesen Daten, die wir dann da gewinnen, werden wir Grundwasserströmungsberechnungen durchführen. Anhand von den Berechnungen können wir dann genaue Aussagen über die Durchlässigkeit des Untergrunds machen. Ja, mit den Ergebnissen dieses Forschungsprojekts versprechen wir uns, unsere Beratungsleistungen in Zukunft präziser zu machen. Daraus resultiert dann natürlich auch eine Kosteneinsparung. Mein Name ist Daniel Strasser und ich arbeite als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Referat Grundwasser bei der Bundesanstalt für Wasserbau.